Und jetzt machen wir was ganz Spezielles hier für Jürgens Videoblog. She tried to take me upstairs for a ride. Wir sind der OPGT-Club aus Oldenburg. Komm aus Oldenburg! Wir haben das Motorrad bis nach Shortens auf dem Hänger gehabt. Hallo, die Erbsensuppe ist fertig. Hinter ihm. Einmal, möchten Sie auch einen Croissant dazu? Auch essen? Die Erbsensuppe schmeckt wirklich köstlich. Wir machen einen Rundgang durch die Altstadt von Jever. Viele Leute finden im Anton-Günther-Saal beim Trödelmarkt ihr Schnäppchen. Ja. Der Regen ist vorbei, da lohnt sich das Putzen wieder. Moin Bruno vom Jeverschen Wochenblatt und tschüss. Mancher Besucher denkt wohl, ach ja, damals. Ja, hallo, ich bin Markus aus Wüsting und das ist ein 67er Cadillac, mit dem wir hier sind. Und der hat eine 7,7 Liter Maschine mit 375 PS. Der Wagen ist vor 2 Jahren aus Amerika hier rübergeholt worden und bis auf Lackieren ist er original. Oldtimer-Treffen, Kiewitmarkt. Strahlendster Sonnenschein, das Wetter ist gut. Mir kommt das so vor, als... Ja, sind da viel mehr Fahrzeuge jetzt gekommen als wie die Jahre davor? Richtig. Erst einmal herzlich willkommen hier auf dem Oldtimer-Treffen bei uns in Jever. Es sind tatsächlich mehr Fahrzeuge als im letzten Jahr. Und ich habe das Gefühl, dass jetzt diese Leute einen inneren Drang haben, diesmal auf jeden Fall dabei zu sein. Trotz, dass es heute Vormittag geregnet hat, sind die Leute einfach gekommen. Hauptorganisator würde ich gar nicht sagen, ich bin Initiator dieser ganzen Geschichte, aber wir haben natürlich ein super Team, da ist die Touristinfo ist da mit bei, Maike Teesfeld entsprechend, dann der Herr Eden ist noch mit dabei, der Knut Kreie auch mit seiner ganzen Familie ist dabei, also es sind schon viele Leute, die da mithelfen, das THW hilft damit, das Deutsche Rote Kreuz hilft damit, wir werden unterstützt von einigen Sponsoren, mit der Erbsensuppe zum Beispiel, mit den Croissants, und das ist eine super Verzahnung, die wir haben, das heißt, alles greift ineinander und dadurch haben wir natürlich ein komplexes Gebilde.
Und alte Autos und eine schöne alte historische Stadt passt an für sich immer dazu, oder? Optimal, so ist es. Wunderbar. Fürs kulinarische Wohl ist ebenfalls gesorgt. Nicht nur hier die Erbsensuppe im Grafenhaus, sondern auch dort drüben auf dem alten Marktplatz. Da steht auch ein Pferdekarussell und da sind natürlich auch dementsprechend, ja, was zu essen gibt es und was zu trinken gibt es auch. Und die Gastronomie hat natürlich auch geöffnet, die steht auch zur Verfügung. Auch wenn man ausgedehntes Frühstück haben möchte, ist man hier natürlich herzlich willkommen. Oder auch wenn man zum Mittag was anderes haben möchte als Erbsensuppe. Wir haben eine Vielzahl an Angeboten. Das erste Mal lohnt es sich in diesem Jahr im Freien zu sitzen. Das ist schon ein Prachtstück. Hochzeitspaare, wo bleibt ihr? Aus Jever, in Jever, auf Jever.